Freunde und Metallbahnkumpels, das sind meine Socken, ja, könnt ihr wieder meckern. Die sind aber nicht grau, sondern dreckig. Nein, sind sie auch nicht, egal. Jetzt habe ich mal was Lustiges für euch. Nehmen wir mal an, ich hätte eine Feldbahnanlage oder eine Feldbahnstrecke. Und hier haben wir ein paar schöne. Ich glaube, das ist H0E. Feldbahnloren. Was fehlt jetzt noch? Richtig, die passende Lok. Die lassen wir jetzt mal einen Berg hochfahren. Die ist da drüben. Das ist der Patrick. Der Patrick in Gelb. Na los, Patrick, dann fahr mal und hol deine Loren. Patrick ist ein bisschen stur, weil er so leicht ist. Deswegen müssen wir Patrick immer anschieben. So. Erstmal scharf stellen. Gut, da sieht man Patrick. Patrick ist von Rocco. Ich weiß nicht, aber irgendwie kommt mir das so vor, die Lok ist ein bisschen zu groß. Ich weiß, das ist nicht N, das ist nur E. Ich meinte aber jetzt die Loren im Verhältnis zu der Lok. Ist ein bisschen groß, hä? Kann das sein? Weil ich habe nämlich noch eine Feldbahnlok, die zeige ich euch mal. Und da werdet ihr den Unterschied nämlich deutlich sehen. Das ist der Herr Egger von Eggerbahn. Seht ihr das? Nehmen wir mal den Herrn Patrick weg und schiebt mal den Herrn Egger ran. So passt das doch eher, oder was sagt ihr dazu? Leider hat Herr Egger keinen Motor, ist nämlich nur ein Standmodell. Kann man aber nachrüsten, so wie es aussieht, weil da ist ja hier eine Auskerbung vom Motor. Also man könnte da auch Motor einbauen. In die Dima. Ist doch eine Dima, oder? Oder ist es eine Deutz? Naja, die Feldbahnexperten, die wissen das schon. Ihr könnt mir ja mal sagen, was das hier für eine Lok ist. Wie heißt die? Wie bezeichnet man die und wo ist die gefahren? Hat es Patrick wirklich gegeben? Oder gibt es Patrick wirklich? Nee, Feldbahn gibt es ja fast gar nicht mehr in Deutschland. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, wo die früher gefahren ist. Und was sie früher gefahren hat. Ich denke mal, das ist eine Kiesbahn gewesen oder in was gibt's noch? Schotter? Nee, Schotter war es nicht. Kies. Sand. Naja, irgend sowas halt. Und welche Spur? Ich denke mal 800 mm oder so. Na gut. Dann wollen wir mal einen Patrick fahren lassen. Mit Loren. Komm Patrick, fahre. Patrick hat keinen Bock. Na komm Patrick. Lustiges Gespann, wirklich. Feldbahn trifft Kesselzug. Weichen mag der Patrick nicht. Also ihr seht, die Pico-Gleise sind selbst bei Feldbahn okay. Halt, da ist der Weiche falsch gestellt. So. Schade, ich hätte ja gerne mal ein bisschen Feldbahngleis euch gezeigt, aber das ist mir einfach zu teuer, das Gelümpe. Deswegen müssen wir es halt so machen. Oh, jetzt gibt es bestimmt Ärger. Ich werde mal ein bisschen aufdrehen. Ich habe es befürchtet. Jetzt ist Patrick im Tunnel stehen geblieben. Na, mal sehen, ob wir ihn irgendwann wieder rauskriegen.
Das wird eine lustige Sache. In dem Sinne, Freunde, ich freue mich schon.